macht dann alles fertig und sende ihnen dann noch die Karte zu. Ja, sicher. Könnte aber etwas dauern, bin beruflich unterwegs. Nähe ist einfach, weil Sie die Sparkasse immer erreichen können. Von zu Hause, mobil und in der Filiale. Liebe Pulheim TV-Freunde und Zuschauer, ich bin hier bei der Jubiläumsveranstaltung der Handballer des Pulheimer SC, die ihr 60-jähriges Jubiläum feiern. Da aber ab der C-Jugend keine gemischten Mannschaften mehr möglich sind, musste eine Alternative her und kurzer Zeit und auch dank fleißiger Werbung in der Schule. Auf der linken Außenbahn war gemeinsam mit vielen anderen Spielerinnen, die lange zu den Pulheimer Leistungsträgerinnen zählten, spielte Christina bereits in der Jugend in der Oberliga. Die Hofkraft kann ich bestätigen. Das hat sie lange trainiert in der Jugend. Und ich werde gleich Ihnen 195 Jahre geballte Handballkompetenz, nämlich den Samtlebe-Clan, vorstellen. Neben mir Karin Samtlebe, 50 Jahre dabei, und daneben die Brüder Hermann Josef und Günther, die mit zu den Mitbegründern hören und damit jeweils 60 Jahre Handball auf dem Buckel haben. Und neben mir der zweite Vorsitzende des Handballabteilungs des PSC, Florian Samtlebe. Ja, was war vor 60 Jahren anders, Günther und Hef? Ihr habt keine Halle gehabt, ihr habt Großfeld gespielt. Wie hat's angefangen? War sehr schön. Auf dem Feld war sehr schön. Da waren noch 11 Mann, die liefen. Da wurde noch 6 Mann nach vorne, 6 Mann durften hinten bleiben. Aber mittlerweile 12. Nein. Es durften 5 vorne und 5 hinten, mehr durften nicht stürmen. Das war ein ganz anderes System. Und wir waren im Feld Handball so überlegen. Wir haben zum Schluss in der Oberliga gespielt. Mussten natürlich sonntags sehr, sehr weite Fahrten machen. Und im letzten Spiel gegen Post Köln haben wir gewonnen. Und sollten aufstehen in der Regionalliga, da haben sie den Feldhandball fallen gelassen. Und der Dr. Heimatzheim, der Schiedsrichter von Langerich, war so würdig, wenn wir das letzte Spiel noch richtig gekämpft haben. Und der Lob vom Mod bei der Hitze über den Platz, war herrlich. Ja, tolle Geschichte, das stimmt tatsächlich. Leider ist der Feldhandball 1972 abgeschafft worden, weil es für die Zuschauer nicht mehr attraktiv genug war. Ich fand das immer spannend. Günther, du hast auch noch Feldhandball gespielt. Ja, ich habe mit Feldhandball angefangen, weil Kleinfeld kam ja später und Halle auch. Ich habe mit 9 Jahren angefangen und war im Prinzip der Kleinste. Weil da gab es noch keine Jugend in dem Sinne, die, wo ich mitgespielt habe. Die waren 3, 4 oder 5 Jahre älter. Das war dann eine Jugendmannschaft. Und natürlich dann im Sportzentrum wurde dann ein Feld abgesteckt. Da waren die berühmten Umkleideräume, wo noch mit Holz und Klütten gefeuert wurde vor dem Spiel. Und Jahre später haben wir dann den Kleinfeldplatz selber gebaut, den Aschenplatz. Und Duschen gab es natürlich auch nicht, da stand ein paar Eimer Wasser zum Schluss darum und hätte man sich um den Kopf geschüttet und da war dann. Aber tolle Zeiten. Ich habe dich ja kennengelernt, das war 1978, als mich in den Kölner Raum verschlagen hat. Da gab es die Halle schon, da gab es auch eine gute erste Mannschaft, die du damals trainiert hast. Da war gerade Andreas Henrik, kam aus der Jugend raus. Ein paar Namen, Peter Königsfeld fällt mir noch ein. Da fing eigentlich so der Lauf der ersten Herrenmannschaft an. Ja, das war ja auch die Zeit, wo die Jugendmannschaften, also jetzt die damals um den Mittelrhein-Meisterschaft gespielt haben. Da haben wir mit Terschlag, Gummersbach, mit denen haben wir ja alle zusammen gespielt und die haben wir alle weggeputzt. Außer Longerich, da haben wir immer mit Problemen gehabt. Das war aber die Zeit, Karin, als du schon mitten im Zenit deiner Leistungskurve hier beim Pulheimer Damenhandball warst, nämlich in der Bundesliga. Ihr seid ja zur Bundesliga schon befragt worden. Gibt es für dich noch ein herausragendes Ereignis, was dir so spontan einfällt? Herausragendes Ereignis war für mich der Aufstieg in die Bundesliga. Die Halle war sowas von rappelvoll. Das Dreigestirn war da. Es war so, wie ich jetzt habe hier, Gänsehaut-Feeling. Es war sensationell, ganz ehrlich sagen. Und dann das Spiel um den Abstieg gegen Werder Bremen, das wir mit 10-7. Man höre und staune, 10-7 gewonnen haben und dadurch auch noch ein Jahr länger in der Bundesliga bleiben konnten. Du sagtest gerade 10-7. Ja. Die Ergebnisse kenne ich und meine Bekannten und Freunde von heutiger Zeit fragen mich immer, was habt ihr da eine ganze Stunde lang gemacht? Nun war der Handball ganz anders. Es gab kein Tempo, nicht so viel Tempospiel, keine schnelle Mitte. Aber die Spiele waren nicht weniger spannend oder interessant als heute. Das stimmt wohl. Selbst mein Sohn hat damals gesagt, ich habe so eine kleine Chronik mir zu Hause mal zugelegt. Der hat da mal drin geblättert und sagte dann irgendwann mal, Mama, wie lange habt ihr gespielt?
Ich sage, zweimal 30 Minuten. Und dann sagte der auch, was habt ihr da gemacht? Aber es war lang nicht so schnell und nicht so spektakulär, wie der Handball sich heute entwickelt hat. So, jetzt haben wir 170 Jahre Handball durch. Jetzt gehen wir zu den restlichen 25. Die werden durch Florian Sandlebe verkörpert. Später. Erstmal das Sportliche. Der geht doch nur das dritte Haupt. Florian, du wurdest mit dem Handball in der Wiege geboren. Ja, mit der Muttermilch quasi aufgesogen, richtig. Ja, und du kamst auch mit Ärmelschultern gleich zur Welt. So ist es. Aber du bist mit vollem Herzen dabei als Spieler und als jetzt mittlerweile zweiter Vorsitzender, total engagiert und wenn du mal Nachwuchs kommst, du gibst das weiter natürlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Einer muss die Tradition ja quasi fortsetzen, haben wir ja gerade schon gehört, wer den Verein groß gemacht hat. Und jetzt muss auch dafür gesorgt werden, dass der Verein auch die nächsten Jahre hier weiter existieren kann. Ja. Da garantierst du für. Prima. Jetzt wurde eben noch Günther völlig zu Recht ins Spiel gebracht, die dritten Halbzeiten. Ja, die waren natürlich bei den Männern legendär hier nicht in der Halle. Bei den Männern. Auch bei den Damen. Ich war dabei, weil bei den Damen, aber das finde ich mich das Faszinierendste, die Busfahrten von den Auswärtsspielen zurück mit den tollen Gedichten und Gesängen. Sag uns mal da was dazu. Bei den dritten Halbzeiten der Herren, das war Bundesliga. Das war absolute Bundesliga. Da gab es Tag und Nacht. Da kann ich nur kontern, das war bei uns Champions League. Absolut Champions League. Also ja, ich hatte ja mehr Zeit zum Trinken, weil er hat ja so langsam gespielt. Ja, das war ein kleiner Rückblick hier in 195 Jahre Handball. Es gibt natürlich weiterhin Handball in Pulheim und zwar nicht zu knapp. Die Männer und Frauen spielen jeweils in der Oberliga und die Saison beginnt Anfang September. Vorher finden noch zwei Turniere statt, von den Männern und von den Frauen im August. Zeiten geben wir Ihnen bei Pulheim TV bekannt und es wäre schön, wenn wir Sie mal hier sehen würden. Ja, und dann möchte ich noch anmerken, dass die vierte Herren die einzige Mannschaft ist, die dieses Jahr aufgestiegen ist. Mit Bravour. Ja, Günther, ich hatte gehofft, du würdest den Finger nicht in die Wunde des Abstiegs legen. Das wird eine Feuerwehr, die wird sich sondergleichen suchen. Aber wir heben die vierte Mannschaft lobend hervor. Der Abstieg tut keiner der anderen Mannschaften weh, weil die wieder aufsteigen. Und da haben wir wieder drei Gründe zu feiern. Ich danke euch. Bitte schön. Ja, liebe Handballfreunde, das war das Interview mit den 195 Jahren Mitgliedschaft im Handball. Und ich stehe hier vor dem Plakat unseres neuen Hauptsponsors, der Firma Kernhaus, die hervorragende Bauqualität liefert und die uns im nächsten Jahr und auch danach unterstützen wird. Mehr davon bei der Saisonvorstellung unserer Mannschaft, die Sie auch bei Pulheim TV wieder so ab August sehen können. Bis dahin viel Spaß bei Pulheim TV und ich lege Ihnen die Beiträge, die jede Woche wieder neu kommen, wärmstens ans Herz.